Sonne entgegen, frei wie der Wind, grenzenlos leben, wo wir raus sind. Jeden Tag und das seit 15 Jahren, Versager. Das ist der Hamburger Tankwart Hannes Mickelfeld. Du warst mal ein verdammt begabter Bursche, Felden. Das ist der Münchner Schickeria-Maler Joe Felden. Die noch nicht mehr sehen, haut auf! Was wollt ihr? Kunst wollt ihr? Jawohl, die könnt ihr haben! Eure verdammte Kunst könnt ihr haben! Ich fühle mich überfordert. Total überfordert, komplett überfordert. Ich bin überfordert. Das ist Rechtsanwalt Dr. Günther Zack aus Salzburg. Mann, reißen Sie sich zusammen! Das tue ich bereits. Ich bin auf dem besten Weg. Bitte. Wissen Sie, was Sie mich können? Zack! Ja, genau. Paragraf 36. Empfehle mich. Zack! Das schon jemand, der jemand. Und das ist der gemütliche Wiener Kaffeehauspächter Ludwig Havradil, genannt Wiggerl. Scherben bringen angeblich Glück. Alle vier haben ein Problem. Und vor dem laufen sie davon. Aber alle vier haben auch einen Traum. Den sonnigen Süden. Wir trinken jetzt auf du. Wie heißt du? Ich heiße Hannes. Bei mir heißt Mäkel, weil Hannes heißt bei uns nur den Bankdirektor. Ja. Servus. Dr. Günther, Günther. Ja. Servus, Joey. Joey, komm her. Ich beiß der Ohrwascherl und sag, fang gut. Alle vier erkennen, dass das süße Nichtstun nicht abendfüllend ist. Sie verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen und arbeiten als Freizeitbeschäftigung. Natürlich darf die Liebe nicht fehlen. Auch ein Pfarrer ist im Süden immer dabei. Ich verstehe ja. Leider machen sie ihre Rechnung ohne den Wirt. Aber sag mal, bist du Petro? Ein funkelnagelneues Schiff haben diese Brücken daraus gemacht. Was tun? Wieder abhauen? Diesmal bei Nacht? Ohne Nebel. Unerwartet gewinnen sie einen guten Freund, der nimmt die Sache in die Hand. Willkommen! Willkommen! Wie oft soll ich euch noch wiederholen, dass ich euch das Schiff nicht wegnehmen will? Ja, und du? Aber einer der vier Helden wird müde. Was machst du? Der Aussteiger steigt aus. Trotz Sonne, Meer und heißer Liebe. Ich liebe dich. Siehst du, es ist genau das, was ich vermeiden will. Ihr braucht vierte Mann? Duschko ist vierte Mann. Duschko wird Ersatzmann und steigt ein. Mit einem Schiff voll Gold und Freund Luca zeigt zwei Gesichter. Er ist nicht nur ein weiser Clown, sondern auch ein guter Geschäftsmann. Aber das große Melonending fällt ins Wasser. Der gewitzte Wiener Wiggerl denkt nach und hat den rettenden Einfall. Was Sie hier sehen, sind albanische Salzwassermelonen. Albanische Salzwassermelonen im Haus ersparen den Scheidungsrichter. Jetzt haben wir endlich einmal einen richtigen Professor an Bord. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das Leben ist schön. Die Freunde sind wieder vereint. War ich nicht Burgtheaterreif? Allerdings. Und da ist noch ein Haifischjäger, der sich als Goldfisch entpuppt. Bitte schauen Sie sich selber an, kommen Sie. Jedoch der raue Alltag holt sie ein. Hier, da, Autovermietung. Das ist ja wunderbar. Klasse. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und gute Erholung. Erholung? Achso, ja. Ja, danke schön. Ich stelle den Motor ab. Das wird jetzt gefährlich. Dangerous. Dangerous. Yes. Dangerous. Jonathan, you must go to bed now. Frau und Schwiegermutter sind einem Flüchtigen auf der Spur. Meine Frau! So eine Schnapsidee! Wie
durchsichtig und der Bergkörper. Also fangst du nicht ausschaut wie das andere. Komm auf! Fritz! Ich bin ja nicht der Louis Trenker! Sag mal, ist das nicht herrlich hier? Unglaublich! Man könnte meinen, die Zeit ist hier stehen geblieben. Ja, sag mal, was denn los mit euch? Braucht ihr eine Sense oder was ist? Sag mal, warum? Schieber. Warum rennst du so? Ich hab mir nichts gestohlen. Weißt, ist viel leichter, Melonen transportieren als Touristen. Ja. Ihr Bauer sind. Tiefstes Mittelalter. Guckt euch die Häuser doch mal an, meine Güte. Ja, guck, ey. Dort wohnt Philipp der Heizbare. Das ist der mit der scharfen Flügelfalte in der Ritterrüstung. Aber das ist nicht Mittelalter, Schwiegermamsch, das ist spätkroatisches Jugendbarock. Ich hab jetzt einen Hunger und bin ein bisschen müde. Ach, nun stell dich doch nicht so an. Bisschen Bewegung kann dir gar nicht schaden. Besser als tagelang im Walloon rumhocken und zu warten, bis eure Freunde kommen. Das ist jetzt gehört? Die gesagt, ein bisschen Bewegung. Ich verstehe dich überhaupt nicht. Du bist doch so ein gut aussehender junger Mann. Läufst rum mit so einer Wampe und denkst nur mal an Essen, Essen, Essen. Guck mich an. Immer in Bewegung. Wer rastet, der rostet. Bewegung an der frischen Luft ist giftig. Außerdem das untätige Verharren in geschlossenen Räumen kommt der Natur des Menschen, der was er keine Bergziege ist, wesentlich näher. Ja, komm. Stellt euch da mal hin. Ich will euch fotografieren. Mal los, schnell. Schön langsam, schön langsam. Ja, da. Nee, noch ein bisschen weiter. So. Da? Ja. Da? Ja. Bin ich schön frisiert? Gut. Geht's? Komm, mach den Ziegenbauch ein bisschen lang. Auf dem Foto schaue ich bestimmt älter aus wie das Haus da hinten. Da gibt's da vielleicht ein kühles Bier oder Schnaps und irgendwo? Ja, dort hinten in der Campanile ist eine Taverne. Aber ich weiß nicht, wann offen ist. Das können wir ja besichtigen. Schwiegermamschen! Schau dir diese Linie an. Ist das nicht hochinteressant von diesem mittelalterlichen Campanile? Das müssen wir unbedingt anschauen. Das ist eine Kostbarkeit. Müssen wir hingehen. Schauen wir uns das an. Ja, habe ich schon längst gesehen. Auch die Taverne daneben. Aber ich muss euch enttäuschen, die hat leider geschlossen. Bist du sicher, sollten wir nicht vielleicht doch lieber nachschauen gehen? Bitte, wenn ihr mir nicht glaubt. Bitte. Wo ist er? Vielleicht hat es mittlerweile aufgesperrt. Ist ja kein Ruhetag. Ach, welch herrlicher Glockenturm. Ja, schade ist nur, dass diese alten Gebäude immer so unzugänglich sind, gell? Campanile immer offen, Taverne nicht immer. Ja, umgekehrt war's mir schon lieber. Naja, ihr beiden, ich sehe schon, unser Kulturprogramm wird von gastronomischen Wünschen überschattet. Also, wie wär's mit dem kühlen Bärchen in Walloon? Auf meine Rechnung. Diese Idee ist nicht unsensationell. Jetzt geht mein Auto plötzlich 200 Kilometer pro Stunde. Komm. Sag mal, euer alter Luca, was ist das eigentlich für ein Mensch? Das erzähle ich dir in Ruhe. Na? Jetzt geht er. Gisela, wo? Was ist denn hier los? Siehst du doch. Was glaubst du, wie gut Wäsche duftet, die vom Wind getrocknet wurde? Da hat sich ja einiges angesammelt bei euch. Wo ist meine... Hannes! Ja, sag mal, kannst du nicht aufpassen? Glaubst du nicht, das ist alles umsonst? Oh! Mäckilein, entschuldige bitte. Ich weiß, ich bin schrecklich. Aber ich verspreche dir, das kommt nicht mehr vor. Ja, schon gut, mein Schieder. Das ist auch meine Schuld, ne? Ich hätte besser aufpassen können. Manchmal könnte ich mich selber ohrfeigen. Dabei bin ich seit einer Woche der glücklichste Mensch auf der Welt. Mäcki! Tja, wir müssen eben beide umdenken. Ne? Ist gar nicht so einfach. Aber wenn wir in Zukunft mehr miteinander statt gegeneinander leben, dann schaffen wir das auch. Ei, ei, Sir. Ich möchte bloß wissen, wo deine anderen Freunde so lange bleiben. Ja. Warum können wir eigentlich nicht allein ein bisschen rumsegeln? Also, erstens mal kann ich das Schiff nicht alleine segeln. Und zweitens sind wir hier in Walloon verabredet. Das Schiff gehört dem Luca und meinen Freunden. Ich kann nicht allein darüber bestimmen. Und Joe und Günther sind meine Freunde. Irgendwann werden die hier mal eintrudeln. Auf einen Tag mehr oder weniger kommt das ja nicht an. Mhm. Ich gehe jetzt rüber zu Ivanka einkaufen. Hast du noch einen Wunsch? Nein. Hoffentlich sind Mutter und Wickel zum Essen rechtzeitig zurück. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Wenn Wickel an eine Kneipe vorbeikommt, da ist das wie ein Magnetismus. Gegen den kommt selbst deine Mutter nicht an.
Kannst du Ivanka mal fragen, ob sie was von Joe und Dunja gehört hat? Ja, mach ich. Was siehst du? Ich weiß nicht. Vielleicht mein zweites Gesicht. Bist du sicher? Nein. In alten Legenden erzählt man von Spiegeln, durch die man hindurchgehen kann. Man kommt dann, heißt es, in ein anderes Land. Was ist das für ein Land? Ein Land, in dem die Menschen tanzen, wenn sie müde sind. Diejenigen, die nicht tanzen können, die gehen zum Arzt, weil sie glauben, sie sind krank. Tod ist derjenige, der immerfort tanzen muss. Dort ist der Tod ein Zustand ewiger Bewegung. Wenn da einer stirbt, veranstalten die Angehörigen ein Fest, auf dem bis in die Morgenstunden getanzt wird. Und wenn dann alle Gäste gegangen sind, bleibt der Verstorbene allein zurück, von einem Bein aufs andere hüpfend. Immerfort, bis in alle Ewigkeit. Und wie kann man durch einen Spiegel durch? Indem man aufhört zu glauben, dass 2 mal 2 4 ist. Unsere Wirklichkeit ist also falsch? Nein. Sie ist nur eine Wirklichkeit von vielen. Es gibt nicht falsch oder richtig. Es gibt nur das eine oder das andere. These und Antithese. Und was ist mit der Synthese? Synthese. Die liegt im Land jenseits des Spiegels. Der Fehler der Menschen besteht darin, dass sie glauben, sie liegt diesseits. Aber jetzt ist meine Wirklichkeit, dass ich Hunger habe. Sehr großen Hunger. Man muss auch den Bauch füttern und nicht nur den Kopf. Vom Denken allein wird man nicht satt. Also komm her und sag, was willst du? Speck, Wurst oder Obst? Speck, Wurst und Obst. Du lernst schnell, mein Sohn. So, oderle? Die sightseeing Tour hätten wir überstanden. Jetzt noch das eine oder andere Flaschel Bier. Und die Welt schaut gleich ganz anders aus. Nee, ich hab irgendwie Hunger. Ich glaube, ich werde eine Kleinigkeit essen. Oh, schon zurück. Hat Ihnen dieser Lubenitzer nicht gefallen? Oh ja, wunderbar. Aber die Ortschaft hat einen gravierenden Fehler. Ja, ja? Es gibt kein Wirtshaus dort. Ah, Alter, der Wehne von Duschen ist geschlossen. Oh, das ist Leowitz. Ja, das bekommt. Ihm gibt's ein Schliwitz und der Schwiegermann schon mir gibt's ein kaltes Bier. Ah, ah. Tut mir leid, Eiskasten kaputt, mir ist lauwarm. Aber ich habe bestellt schon eine neue, schöne, moderne Tiefkühltruhe. Na, das war's, jetzt gibt's nicht einmal ein kaltes Bier. Also das ist wirklich nicht mein Tag heute. Ja, aber vielleicht ein kleines Salätchen, so Frutti di Mare. Nichts Frutti di Mare. Na ja, denn eine Gemüsesuppe. Nichts Gemüsesuppe. Oh, mit bisschen Prosciutto, mit etwas Melone. Melone, ja, aber Prosciutto nix. Melone gut, meine Melone, Wundermelone. Ja, sagen Sie mal, bester Mann, was haben Sie denn nun eigentlich? Ja. Es dauert also noch einige Tage, bis Joe und Dunja zurück sind. Sicher, junge Liebe hat sich viel zu sagen. Warum fragen Sie? Wir wollen mit dem Schiff eine kleine Küstenfahrt machen, mein Mann und ich. Zweite Flitterwoche. So ähnlich. Und jetzt sitzen wir hier fest und warten auf Joe und diesen Günther. Aber es soll einem nichts Schlimmeres passieren, als in diesem schönen Hafen hier in der Sonne zu sitzen, nach all dem, was wir hinter uns haben. Was zahle ich, Ivanka? 300 Dinar, bitte. Bitte? Dankeschön. Warten Sie. Ich habe eine Idee. Die Tiefkühltruhe. Wie bitte? Die neue Tiefkühltruhe für unseren Wirt. Die Firma hat angerufen. Die Truhe liegt im Lagerhaus in Zadar. Man kann sie abholen. Das wäre doch eine Gelegenheit. Sie meinen, dass wir... Also meinen, dass wir mit der Tohuwabohu... Natürlich. Kein offizieller Auftrag. Ich rede mit dem Wirt. Machen Sie sich keine Sorgen. Wozu haben Sie das Schiff gebaut? Zadar ist eine schöne alte Stadt und Sie fahren eine wunderschöne Küste entlang. In ein paar Tagen sind Sie wieder zurück. So was nennt sich nun Gasthaus. Ich denke, ich spinne.
Und mir ein Glas Wein. Ja, aber wenn Sie alles besser wissen, dann machen Sie selber ein Gasthaus auf. Das ist gar keine schlechte Idee. Du sag mal, hast du nicht mal erzählt, dass du in Wien eine Kneipe gehabt hast? Kneipe? Café Havratil. Das waren noch Zeiten. Nein! Ja, was? Weißt du was? Stell dir vor, wir können nach Sada fahren. Na, tschüss, Mirko. Eugenia. Also, Papa, und schau, dass der Bomber wieder läuft. Weißt du, je länger ich über die Idee nachdenke, desto besser gefällt sie mir. Na ja, schon, aber du glaubst, dass die Einheimischen ausgerechnet auf uns warten, dass wir ihnen da ein zweites Wirtshaus vor die Nase setzen? Was heißt ein Wirtshaus? Ich meine so was Kleines, Schnuckeliges. Und wenn ich Schnuckel. Hier, ja, wenn ich hier denn eben da in dem Bergdorf, was weiß ich. Du, weißt du überhaupt, dass ich eine ausgezeichnete Köchin bin? Ach so? Aha. Das ist was anderes. Na, siehst du. Na ja, aber bitte, so einfach geht das nicht. Schau, man braucht zumindest bei solchen Sachen ein Startkapital oder na so. Na ja, so ein bisschen was habe ich mir im Laufe meines langen Lebens ja auf die hohe Kante legen können. Nicht viel, aber immerhin auch nichts. Sag mal, können wir uns da nicht mal auf die Bank setzen? Wir tun ja von dem Gelatsche die Füße weh. Na, wir haben ja die falschen Schuhe an, nicht? Ja, schlecht ist diese Idee nicht. Weißt du, ich denke da an eine kleine gemütliche Kneipe in einem winzigen Hinterhof, so mit viel Grün und eine Menge Blumen müssen da sein. Ja, mit einem Schanigarten und so. Mit was? Mit einem Schanigarten. Schanigarten, was ist das denn? Na, Schanigarten, wie soll ich das erklären? Also bei uns heißen alle Kellner Schani. Nee. Also Johann. Ach, Johann, na, die tragen in der Früh den Garten hinaus. Den Garten? Ne, die Blumenkessel, die Tische und die Sessel. Ach Sessen, so, ne? Ja. Man trinkt dort sein Bier, seinen Wein. Man sitzt an der frischen Luft, ohne deswegen gleich in der Natur zu sein. Und man freut sich, wenn einem der alte Kellner sagt, dass er noch 2 Jahren anhängt, bevor er in die Pension geht. Genau, Wickerl. Und genau sowas machen wir hier auf. 3-4 Tische, mehr nicht. Einfache, ja? Aber geschmacklose Hausmannskost. Ich übernehme die Küche und du dein Genie, den Geniegarten. Nein, dein Schanigarten. Das hat zwar doch mit Arbeit zu tun, aber immerhin noch besser als sonnengeschädigte Touristen im Kreis herumzuführen. Das ist alles ganz gut und schön, aber irgendwie bin ich plötzlich ein Kapitän ohne Besatzung. Der eine posiert mit seiner Dirn in einsamen Buchten rum, der andere klettert in den Bergen und jetzt kommst du und willst ein Wirtshaus aufmachen. Tja, also irgendjemand muss ja das Schiff bedienen. Allein kann ich das ja gar nicht. Musst du nicht allein. Der Duschko ist ja auch noch da. Wo ist er eigentlich? Duschko! Komm runter! Ich muss noch was tun! Für Dante! Ich bin doch auch noch da. Immerhin hast du mir in etlichen Urlauben die Grundbegriffe des Segelns beigebracht. Hast du das vergessen? Nee. Ja, und Wickerl und ich, wir sind ja schließlich auch nicht untätig, während ihr die Tiefkühltruhe abholt, nicht? Ja? So ein kleines Wirtshaus eröffnen erfordert viel Kraft und Arbeit, nicht, mein Junge? Ja, leider. Mhm. Nee, aber wenn die Sache so ist, sollte ich vielleicht doch lieber mit ihm als Steuermann. Also du, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, nee. Abgemacht ist abgemacht. Oh, Kinders, mir gefällt's hier im Süden. Ich werde hier richtig wieder jung. Ja, ich könnte Bäume ausreißen und Berge versetzen und Häuser bauen. Und du wirst mir dabei helfen, mein Jung. Prost. Prost, Mamschi. Dass ich immer wieder vom Regen in die Traufe komme. Ja, bitte, was soll denn das heißen? Na, wegen der Arbeit. Es ist Kopf durchgesprungen. Wann müssen wir denn zurück nach Hamburg? Ich meine, wegen der Tankstelle. Wie lange kann dein Bruder uns denn vertreten? 2 Wochen. Na ja, dann könnt ihr doch nur losfahren. Inzwischen trudeln ja auch eure Freunde hier an. Sag mal, an Bord könnt ihr euch doch überlegen, was nun mit eurer Tankstelle passieren soll. Mein Entschluss steht jedenfalls fest. Du sag mal, wo sind denn die Spaghetti? Ja. Ich bleib hier und damit basta. Mutti, noch eine Minute, dann sind sie richtig knackig. Ja, wie groß ist denn eigentlich so eine Tiefkühltruhe? Gisela, wie groß ist denn eine Tiefkühltruhe? Ja, du musst die Ivanka fragen. Ja. Da kommt sie ja gerade. Papiere! Ivanka, wie groß ist denn so eine Tiefkühltruhe eigentlich? 2 mal 1 Meter. Es ist alles erledigt. Hier sind die Papiere. Ja, danke. Ihr bekommt 25.000 Dinar für Transport. Okay. Geht in Lagerhaus, in Zadar. Hier ist die Adresse. Ja. Ich habe so eine Tiefkühltruhe, die hat doch einigen Wert. Nicht? Also, hat der Luca das Schiff nicht versichert? Das muss doch Vorschrift sein. Vorschrift? Ja. Versicherung? Lukas Versicherung ist der liebe Gott. Und sein Vertrauen ist die Güte des Schicksals. Wenn ihr Versicherung wollt, müsst ihr das selber machen. Wenn ihr wollt, telefoniere ich mit Radi Stojanovic. Der arbeitet in einer Versicherung. Ja, also ohne Versicherung würde ich auch nicht fahren. Nee, ist zu gefährlich. Ich rufe heute noch an und frage, wie viel Prämie. Ja, aber trotzdem, also einen Mann könnte ich noch gebrauchen.
bist du, Mistkübel, Säufer. Diese Schliwowitz ist Vergaser, Pum Pum Explosion und Mistkübel fährt. Na Meckel, du hast doch den vierten Mann. Nimm doch den Mirko. Ja, deine Figur wie ein Golfball. Aber der arbeitet wie ein Gabelstapler. Das ist gar keine so schlechte Idee. Hey Mirko! Was ist los? Willst du wieder Wundermelonen verkaufen? Hier gibt's was zu trinken. Aber wie dringend ist denn das Ganze? Wann soll das denn losgehen? Gestern. Also morgen. Hey Tuschko! Komm runter! Gib Arbeit und Essen! Gut, ich komme! Schatz, je schneller ihr wieder zurück seid, umso früher gibt's in Wallon wieder ein kaltes Bier. Na, denn Mahlzeit! Mahlzeit. Und was haben Sie gesagt? Mein kleines Kaffee. Ehrlich? Aber man muss es renovieren. Ja, warte, das ist doch das Wenigste renovieren, das kann ich doch selber machen. Aber was kostet das? 100.000 Dinar. 100.000? Was, 100.000 Dinar? Du, das sind ja bloß 2.000 Mark. Ach, das schöne Häusl, Mensch, ich wäre wahnsinnig. Schaut, dass man nicht reinkommt. Es ist so billig, weil du renovieren musst. Na ja, freilich, aber vielleicht könnte man reinschauen, oder? Komm. Vielleicht sieht man ja was durchs Schlüsselloch. Warte mal. Morgen früh kommt ein Mann und sperrt auf. Na, gar nichts sieht man. Becky! Ja? Warum kommst du nicht rein? Das Wasser ist einfach traumhaft und man sieht bis zum Grund. Herrlich! Ich bin bange. Wovor? Vor Wasser nix. Na warte! Ich komme und hol dich! Mackie, lauf! Oh, war ja diese Steine, du! Mein Mackie! Bist du nass? Wie im Märchen. Es ist, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Das ist sie auch. Wenn wir noch mehr Badepausen einlegen, kommen wir nie an den Zadar. Hey Mirko! Ja? Wie weit ist noch bis Zadar? Wir haben guten Wind. 5-6 Stunden. Aber der Wind ist dickig. Von mir aus können wir immer weiter segeln. Immer weiter? Und wohin? Das weiß ich. Der Sonne entgegen. Ich höre wohl nicht richtig. Mensch, Gisela, wir haben eine Tankstelle in Hamburg. Wir müssen zurück. Ich kann das nicht immer von mir her schieben. Dauernd hast du auf mich eingeredet und jetzt, wo ich mich drum kümmern will, willst du plötzlich nicht mehr zurück nach Hamburg. Ist das ein Wunder? Guck dich doch mal um. Mensch, Gisela, ich lebe schon 3 Monate hier. Ich merke schon, dass wir die Rollen tauschen. Ich sitze in Hamburg und du ahlst dich hier unten unter der Sonne. Ja, ist gar keine so schlechte Idee. Da würdest du wenigstens wissen, wie ich mich gefühlt habe die letzten 3 Monate. Aber im Ernst, du wirst doch verkaufen. Um ehrlich zu sein, ich weiß es noch nicht. Was ich weiß, ist, dass ich nicht mehr so leben will wie früher. Deine Mutter in allen Ehren, aber ich will nie wieder eine Ehe zu dritt führen. Das werden wir auch nicht mehr machen. Jetzt wohnen sie ja bei Ivanka und wir haben es doch sehr schön auf dem Boot. So toll habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Weißt du, irgendwie habe ich Angst, dass, wenn wir jetzt der Ölgesellschaft kündigen und unser Häuschen verkaufen, dann brechen wir doch alle Brücken hinter uns ab. Ich meine, das Leben da auf dem Schiff, das ist wie ein in Erfüllung gegangener Traum. Und Wallon und unsere Freunde, das ist alles ein Teil von diesem Traum. Aber das ist doch nicht unsere Heimat. Ich habe Angst, dass man dadurch seine Wurzeln verliert. Auch mit mir? Gisela, du bist doch meine Säule Hamburger Dären. Du bist doch meine Frau. Ja? Ich habe meine Fisch! Langsam, langsam! Langsam! So groß ist selten! So war das! Ja. Alle Achtung, Smutje! Du bist ja echte Spitze! Wenn man gut kocht, beste Fisch im Meer! Mit Salat und Rotwein! Dann soll's nicht scheitern. Captain, werfen Sie die Motoren an. Gekocht wird auf der Fahrt. Musik in meinen Ohren. Mirko, nimm den Anker auf. Sobald wir auf den Felsen runter sind, setzen wir Segel. Ei, ei, ich kann
für so stille, romantische Winkel, da habe ich eine Nase. Aha, ja. Mhm. Guck mal, Wickerl, ist das nicht ein Paradies hier? Na, das ist wunderbar. Ach, und hier haben wir ja auch unsere Terrasse. Guck mal, ja, alles da. Sieg ich euch. Ja. Wunderbar. Dann sag ihr doch mal. Ja, na, sag du. Hotsche Moschani-Garten. Moment, ja. Weil das gleich ausziehen. Das ist 1, 2, 3, 4 Bett. 5 mal 1, 2, 3. 5 oder 15 mal 2 für 30 Leute. Wunderbar, Schneckbar können wir machen. Wicker, viel zu viel. 3, 4 Tische Hüsen. Wir machen kein Geschäft. Wir möchten hier kochen. Essen. Mangiare. Mangiare. Tier und trinken. Hühner. Hühner kochen. Palatinke, jo. Ich wollte, wie es der Tourist ist. Ja, ich sehe das alles bei mir. Da kommen noch ein paar Essen. Da wollen wir nur 3 Tische haben. Da können wir das ein Geschäft haben. Wissen Sie, wenn man dort noch 2, 3 Flaschen hinstellt bei einer kleinen Dame. Eierbraten ist wunderbar. Genau, ja, Eier. Und Apfelstrudel. Und Apfelstrudel. Das ist mir der Flippi ja klar. Ach du. Mach schön Apfelstrudel. Ja, natürlich. Ja. Ich will ein Essen. Haben Hunger. Du willst uns zum Essen einladen? Ja, Apfelstrudel. Ich glaube, die hat uns schlecht verstanden. Hm. Ja, langsam runter. Ja. Mirko, komm mal an. So, das wäre geschafft. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir nicht kopfheißer gehen, wie Nordi mit dem Melon. Ne? Ja. Duschko, mach mal hier Tappen los. So. Gut. Wir werden vorsichtshalber nur mit Maschine, mit dem Motor fahren. Ja, wenn schon die Versicherung abgeschlossen wurde, dann... Mein Gott. Was ist denn? Versicherung. Um Gottes Willen, Mackie. Ja, total vergessen. Ich wollte extra noch zu Ivanka. Sie hat doch extra angerufen. 3.200 Dinar Prämie. Haben wir uns hiermit erspart, Mackie. Das ist auch wahr, ne? Ja. Das Ding ist immer ein Heil an Bord. Ne? Und wenn wir ganz so Schiff fahren, kann da nichts passieren. Eben. Mackie. Ja. Wenn es mir halb so gut geht wie mir, was dann geht's dir sehr gut. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wie oft soll ich das noch sagen? Sei froh, dass ich das erlaubt habe, nach Tirana zu fahren. Aber jetzt kommt dann wieder zurück bis gleich nach München. Oh nein, mein Kind. Zurück, Mutter. Wo ist da der Unterschied, ob ich mit John nach Piran oder nach München fahre? Das ist eine Frage des Prinzips. Was sollten die Leute im Ort denken? Tut mir leid, Mutter. Wir leben nicht im Mittelalter. Ich liebe den Joe. Es ist doch... Wenn ihr euch liebt, warum heiratet ihr nicht? Dann könnt ihr meinetwegen auf den Nordpol fahren. Darf ich vielleicht auch mal... Heiraten. Wir haben in Piran getrennte Betten geschlafen. Dunja... Ich weiß, es klingt altmodisch, aber so ist es nun einmal zumindest bei uns hier. Wenn ihr euch liebt, dann heiratet. Und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber das ist doch kindisch. Aha. Darf ich vielleicht auch mal was sagen, meine Damen? Erstens fahre ich nicht morgen nach München, zweitens liegt München nicht am Ende der Welt und drittens kann man über all diese Dinge auch in Ruhe reden. Hm? Was willst du damit sagen? Schau, Dunja, ich muss nach München einige Dinge erledigen. Es dauert maximal 3 bis 4 Wochen, dann bin ich eh wieder da. Mit einem Wort, du willst alleine fahren? Ich will keinen Streit mit deiner Mutter. Und mit mir schon? Kannst du haben. Geh nach. Ist doch genau das, was du jetzt erwartet. Und? Weiberleid. Mäckelein! Ja? Wann sind wir in Balloon? Also schätzungsweise in 2, 3 Stunden. Können wir nicht irgendwo einen kleinen Zwischenstopp einlegen? Bitte. Du wirst wohl alles andere und nicht zurück nach Balloon. Ich bin einfach glücklich und ich will mit dir allein sein. Nie wieder eine Ehe zu dritt? Nie wieder. Loschko! Wie lange brauchen wir noch bis Moruda? Eine Stunde! Du Moruda! Das ist doch... Da haben wir doch... Genau. Da haben wir uns wieder vertragen, mein Schieder. Frau Meckelfeld, dürfte ich Sie in eben jenes Restaurant zum Mittagessen einladen? Also wenn Sie versprechen, sich anständig zu benehmen, Herr Meckelfeld, dann lässt sich darüber reden. Liebe, schön! So, Mackie, ich bin soweit. Ja, Mina. Ja, wo ist der Mirko? Er ist unten und macht sich sauber. Ach so, landfein meinst du wohl. Ja, Mirko, mach mal ein bisschen. Los. Mackie. Ja. Du hast junge Frau. Ja. Ne? Junge Ehe. Ihr geht jetzt essen, alleine im Restaurant. Und ich,
Geh mit mir, komm. In Kneipe auf Bergdorf, gut? Na, prima. Das ist gut, du bist klasse. Ja. In 2 Stunden fahren wir weiter, ne? Gut, fein. Mirko, ich hab Hunger. Wie auch noch nicht erlebt hast. Einen guten Schlägowitz. Also, Prost, Alter. So, und jetzt versuch's, weißt du, die Damen. Ja. So. Hopp! Alter. Ja, was? Der alte Mirko hat recht gehabt. Was bei der Kraxler den 8. Schlägowitz hineinlässt, dann funktioniert's ja gar nicht. Das darf ich nicht wissen. Sag einmal, Schatzi, kannst du überhaupt mit dem Ding fahren? Das wird sich alles finden. Ich will mir unbedingt dieses Bergdorf noch mal ansehen. Komm, wenn die Männer zu faul sind, die paar Kilometer nach Lubinice zu fahren, müssen wir Frauen die Sache in die Hand nehmen. Der hat einen Greif drauf. Aber Schwiegermamschi, in dem Kaff ist doch ein Gasthaus so sinnlos wie eine junge Hebamme in einer Gruft. Ja, ja, abwarten und Tee trinken. Außerdem bei dem Wind in Lubinice wird es dir deinen Charco sowieso verzahlen. Verwas? Wird es dir deinen Hut wegblasen. Verblasen? Ja. Ja. Und du fährst nicht inzwischen nach München? Darauf kriegst du nicht meine Antwort. Los, Abflug. Ciao. 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 Also Pussy, Mamschi. Wenn der alte Mirko zurückkommt und merkt, dass sein Spiritus-Bomber nicht da ist, trifft ihn der Schlag. Ein Betrieb ist es doch noch endlich. Du hast schon geglaubt, der kommt überhaupt nicht mehr. Servus, Doktor. Servus, Doktor. Na, mit dem Doktor ist es aus. Ja, weil ich viel zu erzählen. Servus, Luca. Servus. Bitte darf ich vorstellen, das ist unser Oberstaatsrechtsanwalt Dr. Zack, das ist unser Freund Luca und das ist die Schwiegermutter von Meckerlos Amt. Grüß dich, Amt. Ah, sehr erfreut. Und die kleine Susa. Wo ist denn unser Schiff und unser Kapitän? Das ist eine lange Geschichte. Die lasse ich im Stehen nicht so erzählen. Wollen wir nicht zum Wirten auf ein lauwarmes Bier gehen? Warum denn lauwarm? Das ist noch eine längere Geschichte. Na, also lasst uns gehen, aber bitte Geschichte nicht zu lang. Ich will heute noch nach Lubinice, mein Zuhause. Ja, ich weiß, Wickel hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Also, Mädel, fahrt's gut. Gute Fahrt. Ciao. Weg, weg. Fujikato, verstehen Sie? Das ganze Schiff. Ja, mit Tiefkühltruhe. Tiefkühl, was? Ah, Frigidaire-Kiste auf Schiff. Da muss gewesen sein, großes Schiff. Schön, modern. Also bitte, jetzt hören Sie mir mal zu. Wir haben auf dem alten Schiff eine moderne Tiefkühltruhe transportiert. Ja. Verstehen Sie? Die Tiefkühltruhe war Frachtgut, die gehört dem Wirt von Walloon. Wir zeigen Ihnen mal die Papiere. Hier sind die Papiere, bitte schön. Und wer ist ein Besitzer vom Schiff? Wir natürlich. Das heißt, eigentlich gehört es dem alten Luca. Luca? Wer ist denn das, alte Luca? Das weiß ich doch nicht. Das will ich auch gar nicht wissen. Ich möchte wissen, wo das Schiff ist. Tja, müssen wissen, in Jugoslawien werden selten etwas gestohlen. Aber wenn wird gestohlen, dann auch selten wiederfinden. Der Kerl macht mich wahnsinnig. Aber Mäcki, bitte beruhig dich doch. Jetzt können wir auch nichts mehr ändern. Ich habe wenig Hoffnung, das Wiederfinden. Wiedersehen und schönen Urlaub. Wiedersehen. Darf doch nicht wahr sein. Wo ist Mirko eigentlich? Mirko trinkt sich Rausch an. Hat Angst. Ohne Schiff nach Walloon zurück. So ein Blödsinn. Bitte gehen holen. Mäcki, komm jetzt, lass das doch. Ist doch kein Zweck. Sagen Sie mal, Herr Luca, ich wollte Sie mal... Herr Luca. Ich sage ja auch nicht Frau Schwiegermutter zu Ihnen. Das wird ja auch nicht ganz stimmen, ne? Ich heiße Käthe. Und ich heiße Luca. Prost. Prost. Ja, sagen Sie, was wollte ich denn nun eigentlich fragen? Ach so, ja. Sie fahren hier nun ja aus hier ein durch die Dörfer. Immer mit Ihrer kleinen Susa. Ich meine, so allein, immer ohne Frau. Ja, warum denn nicht? Sie sehen ja, es geht. Oder wollen Sie mir Antrag machen, was? Antrag? Was ihr Männer auch immer gleich denkt. Nee, aber ich meine, das ist doch ein Jammer. Da gibt es nur so ein Prachtexemplar vom Mann. Nett, klug, lebenserfahren, scheinbar mit einem sehr großen Herzen und tja, der zieht nur ganz allein durchs Leben.
wie sagt man in kürzester Form, Schicksal. Es war ja nicht immer so, nicht? Auch ich habe, wie es so schön heißt, sonnige Tage gesehen, wenn Sie so wollen. Aber das Leben ist nicht immer nett zu einem. Jedenfalls nicht auf Dauer. Und damit muss man sich abfinden. Und je schneller, desto besser. Und die Sehnsucht, die man im Herzen hat, von der man nur allein weiß, nicht, geht ja sonst niemandem was an. Die kann man, nein, die muss man benutzen. Sich nicht zur Sentimentalität hinziehen lassen, zur Kreativität. Sehen Sie, ich mache mit meinen Geschichten anderen Menschen, den einfachen Menschen Freude. Und das gibt mir wieder sehr viel. Aber Sie sind traurig, Luca. Darum sind Ihre Geschichten auch so traurig. Wer kann schon von sich sagen, er ist glücklich? Na ja, da haben Sie auch wieder recht. Aber ersetzt es ihn, den anderen Menschen, den Partner? Ich meine, an so einer Fülle von Gefühlen, da könnte doch ein anderer teilhaben. Und Ihnen Freude und auch Gefühle wiedergeben. Es ist nicht nur der Partner. Es muss auch der richtige Partner sein. Nur dann ist es schön. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich nie daran gedacht, mal von hier weg ganz woanders hinzugehen? Ich meine, mit Ihrer stummen Kunst wäre es ja durchaus möglich. Oder hält Sie was hier? Erinnerung? Es gibt ein Wort in Ihrer Sprache. Alten Baum soll man nicht verpflanzen. Sehen Sie, ich kenne die Menschen hier ein Leben lang. Und ich glaube, Sie brauchen mich. Und ich brauche Sie. Ach, Luca, Sie sind ein ganz besonderer Mensch. Schön, dass es Sie gibt. Später, ich komme auch noch hinunter nach Walur. Ja, und vielen Dank noch für den Wein. Oh, ich bitte Sie. Dunja, wir fahren jetzt. Ja. Aua! Gott, was bin ich müde. Wo schlafen wir denn bloß? Na, bei Mutti natürlich. Was, bei Mutti? Bist du verrückt geworden? Und jetzt fängt das schon wieder los. Die Wache wird schon was herrichten. Die hatten bestimmt noch eine Liege. Ich gehe nicht auf die Straße. Wir gehen schön von hinten. Diese Schande. Jetzt sei doch nicht lächerlich, Mirko. Genau genommen kann kein Mensch was dafür. Geklaut wird überall auf der Welt. Das kann auch jedem passieren. Aber was ist mit dem überall? Das kann auch jedem passieren. Aber nicht überall geklaut. Das weißt du doch. Mein Auto habe ich noch. Weißt du, es ist doch wie noch wichtig. Ach, was, ich kann noch nicht. Nein, wir sind jetzt auch gleich da. Was? Wie? Wo kommt ihr denn her? Uschwicker! Aua! Drüben in der Hafenkneipe mit Joe, Günther und dem alten Luca. Aber was ist denn los? Wieso kommt ihr zu Fuß? Ich gehe zu Wickern. So eine Schande. Puh, komm ich durch. Was? Ja, die Sache ist nämlich die. Wir sind bald. Die Tohuwabohu ist gestohlen worden, während wir in Muruta zum Mittag gegessen haben, samt Tiefkühltruhe. Nein. Doch. Das gibt's nicht. Und die Versicherung ist auch nicht bezahlt. Hast du denn nicht zufällig? Ich meine, du hast doch telefoniert. Ich habe geglaubt, ihr wollt euch die Prämie sparen. Wir haben das vergessen, das ist alles. Ach, um Gottes Himmels Willen, das schöne Schiff. Dann habe ich durchgehabt. Ist mein Auto weg? Mein Auto auch gestohlen? Ich bringe mich um. Ruhig dich, dein Auto spielt kein Mensch. Ihre Mutter und Dunja sind nach Lubenice gefahren. Ihre Mutter will vielleicht ein Gasthaus dort eröffnen. Was? Ja. Mit meinem Auto? Mit meinem schönen, wunderschönen, fantastischen Auto? Zwei Frauen? Das ist ja nicht normal. Rätsch, die Bedamine, wer hat das erlaubt? Ich. Und du bist ruhig, Ordor. Weiber. Das hat noch gefehlt, ja. Mutter in Lubinice? Ja. Wie kommt sie denn darauf? Also endlich mal eine gute Nachricht. Bitte, wie darf ich das verstehen? Oh, entschuldige meinen Schieder, aber ich muss in die Kneipe zu meinen Freunden und dem Wirten. Ein Gespräch wird wohl unumgänglich sein. Also dann, dabei dann. Dabei dann, ja. Was soll man dazu sagen? Wollen Sie nicht reinkommen? Ich kann jetzt einen Schnaps brauchen. Ich auch, bitte. Ivanka. Bitte. Danke. Hoppla. Opa, bitte. Hoppla. Ab jetzt gibt es nur lauwarme Schnaps, lauwarme Bier, lauwarme Wein, alles lauwarm. Hätte ich selbst diesen Eiskasten geholt, 200.000 Dinger, puff, in die Luft. Glaubst du, durch dein Jammern kommt Schiff wieder zurück?
Mach doch meinen Freund das Herz nicht noch schwerer. Gott gibt, Gott nimmt. Na Gott, meine 200.000 Diener. Warte, mit 200.000 Diener, das sind für jeden von uns, wir sind 1, 2, 3, 4. 5. Ich auch. 4er Häube. Nee, das kann ich nicht annehmen, das war alles meine Blödheit. Mickel, was ist los? Gusch, heut's mei. Detto. Nee, ich bin für die Fracht genauso verantwortlich wie für das Schiff als Kapitän. Red doch nicht so saudum daher. Sind wir jetzt Freund oder nicht? Genau. Das hätte jedem von uns passieren können. Das wäre jetzt das Letzte, wenn wir über das Geld streiten würden. Der Wirt wird seine Tiefkultur ersetzt bekommen und damit aus und Schluss. Unser Schiff trägt eure Handschrift. Der Tipp wird nicht weit kommen. Genau, so ist es. Weil die Toho wa Boho ist ungefähr so unauffällig wie ein Rauchfangkehrer am Pasterzengletscher. Was heißt denn? Wie ein Schornsteinfeger am Pistazieneis. Was? Mein Gott, der lernt's lieben. So, jetzt fühle ich mich schon viel wohler. Mutti, der arme Mäcki, soll ich nicht doch mal rübergehen? Nee, nun lass die Männer mal allein. Das ist besser so. Gut. Bitte. Danke. Dunja! Du liebe Zeit! Mäcki! Oh, Sie haben euer Schiff! Was? Da! Das darf ja nicht wahr sein! Oh. Hey, danke. Verfahrt wird doch in dem Raum nichts. Halleluja, schaut so aus. Bitte, ich sei froh, dass es wieder da ist. Dobar dan. Što je to? Što se desilo? Dobar dan. Dobar dan. Kome pripada ovaj brod? Ovim ljudima ovde. Mein Gott, wo haben Sie das Schiff bloß gefunden? Ich meine, wie das aussieht. Ah, bitte. Das ganze Ruderhaus ist weg. Und dann das schöne Segel. Ich kann es gar nicht sagen, dass so ein krasser Kapitän oder was denn vor uns gehört. Gehört Ihnen dieses Schiff? Ja, und wie? Ja. Das heißt, eigentlich gehört es ja dem Luca. Ja. Genau, ja, ja. Luca. Luca was? Luca? Wie heißt er eigentlich? Keine Ahnung. Das ist eigentlich ein Schand. Da kommt er, das ist er. Ja, Luca, komm doch mal her. Dobrodan. Dein Schiff? Ja, das Schiff gehört mir und meinen Freunden. Papiere bitte. Bitte? Du hast Schiff in Moruda gestohlen gemeldet gestern Mittag? Nein, das war ich. Ich habe das gemacht. Ja? Meine Freunde haben Fracht geholt aus Zadar. Das Schiff läuft auf meinen Namen, aber es gehört uns allen. Du bist Luca Popovic? Ja. Luca Popovic. Ist etwas nicht in Ordnung? Kennst du Andrej Popovic, geboren am 8.6.52 in Zadar? Ja, das ist mein Sohn. Dieses Schiff wurde von Andrej Popovic und zwei Freunden gestohlen. Wir haben sie heute Nacht festgenommen. Dein Sohn und Freunde sitzen im Gefängnis in Zadar. Was hat er gesagt? Sein Sohn hat das Schiff gestohlen. Och Gott, der arme Mann. Das Schiff ist da. Ich ziehe die Anzeige zurück. Komm.
Warum hast du die Anzeige zurückgezogen? Hast du einen Sohn? Warst du Vater? Vielleicht das einzige und letzte Mal, dass ich ihm helfen kann. Er hat dieses Kostüm nie angehabt. Er war 10 Jahre alt, als meine Frau mich verlassen hatte. Mit ihm. Seitdem habe ich sie nie wieder gesehen. Weder meine Frau noch meinen Sohn. Für mich sind sie tot. Mehr brauchst du nicht zu tun. Aber für mich hat er immer dieses Kostüm angehabt. 1000 Mal sind wir miteinander aufgetreten. 1000 Menschen haben wir zum Lachen gebracht. Für mich war er ein guter Clown. Das ist er noch immer. Für dich. Im Land jenseits des Spiegels. Vergangenheit tut manchmal weh. Aber ist denn möglich, dass sie nicht weh tut? Vergangenheit muss wehtun. Dazu ist sie ja da. Dazu ist ihre einzige Aufgabe. Sie ist unser Lehrmeister. Es ist schon ein großer Schritt, diesen Lehrmeister überhaupt zu erkennen. Wenn ich dran denke, wie vor 3 Monaten alles aussah, was Maggie? Ja, Gieselchen, was? Und ich habe alle meine Beuteln zusammengehauen. Ich bin narrisch, oder? Herr Dr. Geiger, wissen Sie, was Sie mich können? Bitte! Eine Gedenkminute für den Busbeschiedel? Weil der ist jetzt eingemauert, nicht? Wenn ich nicht schneller reagiert hätte, wäre ich jetzt ein Springbrunnen. Wir wollen eine Hier ist niemand dran, will ich sprechen! Mich aus! Aus, Moment! Was mich denn ja. Aber? Kinder, man kennt mich nicht! Ja. Na, grüße, Herr Abradin! Hätten Sie 2 Minuten Zeit für mich? Geschäftlich, natürlich! Entgegen anderslautenden Gerüchten bin ich nicht ersoffen. Die Serie geht weiter. In der kalten Jahreszeit im gewohnten Kanal. Es kommt der Tag, da hältst du's nicht mehr aus. Du hast genug, willst nur fort und hinaus. Du fühlst dich bei nur schwer, gelebt hast du lang schon nicht mehr. Und plötzlich siehst du die Welt wieder klar, machst die verborgenen Träume mal wahr. Du sprengst alle Ketten, machst endlich dich frei und sagst dem Alltag Goodbye. Der Sonne